Jetzt kommt eben eine Straßenbahn, wir warten mal eben ab. Kultur ist unsere Identität und gleichzeitig auch Zeichen einer lebendigen Gesellschaft durch die vielen Einflüsse von außen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir einerseits unser Erbe, unser kulturelles Erbe bewahren, andererseits aber auch offen für Neues sind. Wir haben hier in Bremen eine ganz vielfältige, umfangreiche Kulturlandschaft, die wir gestalten wollen, die wir aber auch in den letzten Jahren insbesondere durch die Hilfe des Bundes und der Bundesregierung haben fortentwickeln können, wie hier zum Beispiel nebenan in der Kunsthalle. Ich setze mich für bessere Rahmenbedingungen in der Bildungspolitik ein. Wir brauchen einen verlässlichen Ausbau von Ganztagsschulen. Seit über 10 Jahren sind die Ergebnisse bekannt, wie Bremen in nationalen und internationalen Rankings abschneidet. Wir müssen etwas gegen den Unterrichtsausfall tun und brauchen mehr Fachlehrerinnen und Fachlehrer.